Das bin ich, Julian. Vor fast 4 Jahren habe ich mit dem Traum, um die Welt zu segeln, dieses Projekt ins Leben gerufen. Und das sind meine Freunde. Jules, Luca, Philipp und Thibaut. Und das ist unser schwimmendes Zuhause, Samira. Mit ihr segeln wir um die Welt. Komm mit an Bord und sei auch du ein Teil dieser Reise. So, wir pumpen erstmal das Dingi an auf, denn wir sind da. Freizeit! Jawohl, finally, wir hier. Nach der Party auf Electron gestern drüben, na was ist Party, aber wir waren schon Willkommensumtrunk und in der langen Nacht bin ich noch ein bisschen erstmal so. Fuck, wo sind wir hier, Alter? Ja, jetzt geht's mal an Land. Ich bin sehr gespannt, nach 6 Tagen auf See mal wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Bringt ihr uns mit? Wir können euch gerne mitnehmen. Danke. Hier sehen Sie Smilla und Flora. Das kommt auf YouTube jetzt. Ich glaube, wir haben uns hier jetzt seit nach 900 Meilen sieht man sich wieder und dann sowas. Also wirklich. Ja, genau. Ich bin ganz froh, dass ihr angekommen seid. Samira. Das klang jetzt nicht ironisch. Flora, wir haben uns nach 900 Meilen wieder getroffen. Nach 6 Tagen auf See. Da freue ich mich auch richtig darüber. Das finde ich toll, dass ihr hier seid. Kein Witz. So, wir sind jetzt gerade eben hier angelandet zum ersten Mal. Es ist wirklich Wahnsinn. Also zum Glück sind wir nicht nach Mindelo, sondern hierhin. Hier liegen so ein paar Fischerboote und hier sind auch nur Fischer. Und fuck, es ist überwältigend. Richtig abgefahren, wirklich. Ohne Scheiß, ich liebe diese Vulkaninseln, sowohl hier auf den Kanaren als auch hier. Das ist diese Gesteinsformationen, die habe ich an keinem Ort dieser Welt bisher so gesehen. Ach ja. Philipp, was war deine Idee gerade dazu? Ich gehe mal davon aus, dass dort steht, wir passen auf die Umwelt auf oder auf die Tierwelt, eins von beiden, weil cuidemos. Cuidamos heißt auf Spanisch aufpassen. Und hier sieht man dieses Feld und ich gehe mal davon aus, dass dort vielleicht Schildkröteneier unter der Erde verbuddelt sind. Würde ich mal stark davon ausgehen. Sowas finde ich richtig cool, wenn sowas immer wieder gefördert wird. Auf der anderen Seite frage ich mich, wie die kleinen Schildkröten, wenn sie schlüpfen, dort über die Steine kommen. Aber was ist hier denn? Schau mal, da sind Ferkel. Ich weiß nicht mehr, wo das war. Schau mal, hier sind ja noch mehr. Ja, sieh mal. Die haben ja den Müll gerade weggebracht und das scheint der Mülleimer zu sein. Eigentlich nicht gut, dass das da so offen alles rumliegt und die Tiere daran knabbern und keine Ahnung. Naja. Das ist ja wohl so. Wir haben gerade schon mal einen Spaziergang erstmal gemacht durchs Dorf, erstmal ohne Kamera, um mal wirklich anzukommen. Und haben ein bisschen mit den Einheimischen geschnackt, die alle sehr nett scheinen und echt viele Sprachen hier können. Mich haben sie direkt auf Französisch, den Luca auf Portugiesisch angesprochen. Und die Landschaft ist halt irrsinnig geil. Also wir haben ähnliches Vulkangestein wie auf den Kanaren, aber irgendwie die Pflanzenwelt dazwischen und ganz andere Häuser. Wir sind auf jeden Fall wo ganz Neues angekommen. Das ist spannend. Geil. Philipp, dann exploren wir mal mit der Cam. Let's go. Let's go.
jetzt hier in einem kleinen Hotel, Herberge von einem Deutschen, der heißt Wolfgang. Rudi hat uns das empfohlen und hier soll es sehr, sehr geiles Essen geben. Wir sind heute Abend auch mit Chris hier zu essen. 10 Euro pro Person für irgendwie so ein Buffet. Und hier gibt es WLAN, das heißt, wir können jetzt mal Insta-Sachen hochladen. Es ist wunderschön. Lass uns das mal hier oben exploren. Das ist, Wahnsinn. Nach einer Woche auf See fühlt es sich schon fast surreal an, dieses kleine, verschlafene Fischerörtchen zu betreten. Es ist, als wären wir in einer komplett anderen Welt angekommen. Die Menschen hier kommen von der westafrikanischen Küste, aus Brasilien oder direkt aus Santo Antão. Sie leben größtenteils vom Fischfang. Es ist so super abgefahren hier irgendwie. Wirklich, wir sind in diesem kleinen Mini-Fischerörtchen. Und es ist einfach, ja, Kap Verden wird ein bisschen so als Africa Light oder so Afrika für Anfänger. Finde ich, klingt ein bisschen blöd, aber wird er so irgendwie beschrieben. Aber mich erinnert es tatsächlich so ein bisschen an die Dokus, die ich so von den Fischern aus dem Senegal gesehen habe. So die Arte-Dokus, wie die hier sitzen und kommen hier zurück mit ihrem großen Fang. Und es ist halt, hier ist kein Tourismus. Also hier ist eben dieses eine kleine Hostel von einem Wolfgang, wo so, keine Ahnung, 5 Zimmerchen sind. Und sonst ist es hier halt einfach super raw und irgendwie, ja, super natürlich und original irgendwie. Einfach, ja, wirklich eine, ich würde sagen, auf jeden Fall noch mal ein ganzes Stück exotischer als Marokko. Die Zeit in Tarrafal scheint wie stehen geblieben. 2010 hat das Dorf 841 Einwohner gezählt. Und erst seit 2017 gibt es hier Internet. Das Leben ist einfach und bis auf Wolfgangs Herberge, eine Schule und ein kleines Krankenhaus gibt es hier nicht viel. Es ist wirklich verrückt irgendwie. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass wir in den Tropen wirklich angekommen sind langsam. Das ist mir eigentlich gar nicht eingefallen. Dieses Ding, wir sind in Mallorca gestartet im November und jetzt sind wir hier und mit dem Boot hingekommen und auf einmal stehe ich unter so einem riesigen Mangobaum. So, nach dieser kleinen Erkundungstour von diesem wunderschönen Örtchen fahren wir jetzt wieder zurück an Bord. Heute Abend gehen wir nochmal beim Wolfgang, wo wir ja gerade schon waren, in diesem Hotel, zusammen essen. Und dann müssen wir leider auch schon wieder morgen früh abhauen. Zwischen 4 und 5 Uhr morgen früh segeln wir nach Porto Novo, heißt es, glaube ich. Genau, weil morgen die Winde relativ schwach sind und von dort aus können wir dann übermorgen nach Mindelo fahren zum Proviantieren. Und dann geht es auch schon über den Atlantik rüber. Das ist der flache Montreal. Die Füße sind der Land. Gleich am Land. Noch nicht, ne? Richtig chillig hier. Ich bin mal gespannt, wie das Essen hier so schmeckt. Und ja, wir essen mit Chris zusammen, also mit unserem Buddyboat. Und ich bin echt hyped irgendwie. Das ist wirklich ein wahnsinnig beeindruckender Ort. Sowas habe ich noch nie erlebt. Ich war ja generell noch nie aus Europa draußen. Und so ein Paradies jetzt hier mit dem Segelboot erreicht zu haben, macht mich schon ein wenig stolz, muss ich sagen. Wirklich toll, sowas erleben zu dürfen und jetzt hier zu sitzen und seinen Sundowner zu genießen. Und irgendwie bin ich auch schon etwas wehmütig, dass wir hier direkt morgen wieder weiterfahren. Aber
Hier will ich auf jeden Fall hin, mal zurückkommen. Jetzt gibt es hier irgendwie ein richtig geiles Buffet für einen 10er pro Person. Dachten wir uns, gönnen wir uns heute mal. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Wurde uns auf jeden Fall jetzt schon von mehreren Leuten empfohlen, also von Rudi und halt von der Electron Crew. Das sieht nach Fisch aus, wa? Probieren musst du. Ja, hast du recht. Boah, das ist mit dem Ding schon echt scheiße. Was ist das hier? Guten Appetit. Danke. Dankeschön. Schmeckt sehr gut. Ja, ja. Schmeckt sehr gut. Sehr geil. Was hast du dir da gegönnt, Jules? Was hast du alles draufgehauen? Einmal alles, hier Tomaten, irgendwie Gulasch, ein bisschen gegrillten Fisch, Reis, irgendwie Kartoffeln mit Ziegenkäse, dick Tomaten, alles, was das Herz begehrt. Ja, natürlich. Natürlich auch das Gulasch, etwas mehr Grünzeug als der Jules, dafür keine Tomaten, aber es ist tatsächlich alles fantastisch hier. Also es ist eigentlich egal, was ich da im Buffet nehme, ich werde es genießen. Ja, ja. Na dann, guten Appetit, Jungs. Danke. Auch einmal alles. So, die Bedingungen werden jetzt gerade immer rauer. Jetzt sind wir in Mindelo angekommen und liegen vor Anker. Nice.